Es ist Donnerstagmittag, Zeit für die Online-PK des 1. FC Bocholt vor dem Regionalliga-Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte. Ich begrüße unsere Zuschauer bei YouTube, die zugeschalteten Medienkollegen und unseren neuen Cheftrainer Sunay Akar. Hi Sunay. Hallo, guten Tag. Sunay, du bist jetzt seit letzter Woche im Amt. Du hattest schon das erste Testspiel mit deiner Mannschaft bei Viktoria Köln. Wie sind die ersten Eindrücke von deiner Mannschaft, die du am Hünding übernommen hast? Sehr gut. Ja, der Zusammenhalt und der Charakter der Mannschaft ist sehr, sehr gut und macht Riesenspaß. In Köln haben wir auch ein gutes Spiel gemacht, phasenweise sogar sehr gut, aber manchmal auch natürlich die Gegentore waren wieder zu einfach. Aber ich war mit der Leistung und mit dem mit den Trainingsabläufen der Mannschaft sehr zufrieden. Welche Erkenntnisse hast du gewonnen? Die Mannschaft hat ja zuletzt in der Liga deutlich in Wuppertal gewonnen. Dann gab es jetzt zuletzt die Niederlage in Köln. Woran muss die Mannschaft besonders arbeiten, um vor allem Samstag in Lotte bestehen zu können? Erstmal ist der Zusammenhalt und die Entschlossenheit, wie wir Fußball spielen wollen, sehr, sehr wichtig. Das macht die Mannschaft sehr, sehr gut. Natürlich sind die Schwankungen, die wir drin haben. Ja, ein gutes Spiel, dann wieder ein schlechtes Spiel, dann wieder diese Nackenschläge, die wir im Spiel auch haben, im Spielverlauf haben. Zum Beispiel das Spiel gegen Gladbach, wo du eigentlich auf einer Siegerstraße schon bist und dann wieder das abgibst kurz vor der Halbzeit. Diese Schwankungen wollen wir rauskriegen. Wir wollen diese gewisse Stabilität im Zentrum in unserem Spiel bekommen und unnötige Fehler vermeiden. Ja, und das ist ja auch etwas, was dann irgendwann auch eine gewisse Kontinuität im Spiel reinbringt und daran arbeiten wir. Jetzt geht es für dich am Samstag direkt zum Tabellenführer nach Lotte. Was für ein Match erwartest du dort? Ich glaube, ein sehr enges. Ich glaube, Lotte hat gerade so einen Lauf, den wir letztes Jahr hatten. Ja, reitet gerade so eine Erfolgswelle, wo ich sagen muss, die machen es sehr, sehr gut. Ist eine unheimlich stabile Mannschaft, die physisch stark ist. Aber für uns gilt es auch da was zu holen. Wir werden selbstbewusst dahingehen und wie ich gesagt habe, dass wir mit einer gewissen Entschlossenheit auf den Platz gehen und unnötige Fehler vermeiden. Und vornehin sind wir eine Mannschaft, die sowieso immer für ein, zwei Tore gut ist und versuchen dort 3 Punkte zu holen. Wie sieht es dafür in personeller Hinsicht aus? Gibt es Spieler, die auszufallen drohen, Kernspieler in den Kader zurück? Es gab ja den einen oder anderen, der in Köln geschont wurde. Ja, das waren Maßnahmen, die waren halt eher von der Belastungssteuerung her, die wir rausgenommen haben, außer Kasper Herbering, der sich eine Innenbanddehnung, eine leichte im Knie geholt hat, stehen alle zur Verfügung. Danke dir, Sunay. Gibt es Nachfragen der Pressekollegen? In Person von Matthias Grütter, BBV. Ja, hallo in die Runde. Sunay, ich würde gerne wissen, bist du so ein Trainer, der auch beim Gegner auf spezielle Spieler achtet, der sich daran ausrichtet, oder bist du, sagst du, boah, wir gucken nur auf uns, wir drücken unser Spiel durch. Wie handhabst du das? Ich denke beides. Ja. Sicherlich versuchen wir erst unser Spiel ja, durchzudrücken, dass wir sagen, pass auf, wir versuchen unsere Stärken auf den Platz zu be bekommen. Aber meistens ist es ja auch so, dass man halt dann im Anlaufverhalten oder in der Verteidigung auch gewisse taktische Grundordnung im Spiel einhalten muss. Ja. Ich glaube, das ist beides ja, gegeben, dass wir uns auf den Gegner einrichten, aber trotzdem versuchen, dominant Fußball zu spielen. Okay. Und jetzt speziell Lotte, ist da jemand, den du dann besonders in Augenschein nehmen möchtest oder würdest? Sicherlich hat Lotte ein, zwei Ausnahmefußballer in der Mannschaft, aber ich glaube, was Lotte auszeichnet, ist, dass die alles gemeinschaftlich eine Mannschaft in einem sehr guten Einklang machen. Ja, dass diese Mannschaft sehr homogen ist und genau sich gut kennt. Ich glaube, da sind auch viele Spieler dabei, die aufgestiegen sind. Und das, was Lotte gerade auszeichnet, ist, glaube ich, dass sie als Verbund, als Mannschaft alles gut abgestimmt haben und das dann auch auf den Platz bringen. Okay, dann sage ich danke. Gerne. Danke dir, Matthias. Wenn es sonst keine Fragen gibt, dann weise ich darauf hin, dass die Partie am Samstag um 14 Uhr am Lotterkreuz angepfiffen wird. Die Kollegen von Sporttotal und Radio W übertragen live. Wir sind natürlich auch mit unserem Social Media Team vor Ort und berichten aus Lotte. Euch allen einen schönen Donnerstag und wir sehen und hören uns dann am Samstag. Bis dahin.